Beavis und Butthead Teil 4, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich sage ich auch einfach mal, hallo liebe Leute. Last Exit 1988 heißt euch willkommen zum mittlerweile vierten Part von Beavis und Butthead für den Sega Mega Drive. Ja, so wie es den Anschein hat, wird das hier heute der finale Part, da ich hier so gut wie alle Konzertkartenteile komplett habe. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt verschaffe ich mir noch mal kurz einen kleinen Überblick. Alright, Gore. Ja, Yeah. Gore is cool. Gro ist cool. Ja, drei Fetzen sind noch übrig. Beziehungsweise drei Fetzen brauche ich noch, um das alles hier komplett zu bekommen. Ja, mein nächster Halt wird sein im Einkaufszentrum. Ja, haben wir alles. Seife, Vogel, Headset, Öl. Haben wir da. So. Beavis hat die Fernbedienung und Beavis wird uns in das Level bringen. Und Beavis wird hier auch die Vorhut spielen. Und uns ein paar lästige Polizeibeamten für den Hals halten. Hoppala. Mit der tollen Dartkanone, mit der Saugnapfkanone, was das auch immer sein soll, ich weiß es nicht. Ja. Das hier ist, wie gesagt, der vierte Teil und wahrscheinlich auch letzter Teil. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ja. Pass auf, Kids, you have to do no reason, bla bla bla. Hoppala. Wobei, ich gehe jetzt glaube ich erstmal in die obere Etage und verkaufe Headset und Vogel. Weil ich habe nur 80 Cent. So. Ja, $3,60. $4,10, das ist doch wunderschön. Das heißt, ich komme auch ins nächste Level rein, weil ich glaube ich $3 Eintritt zahlen muss. Ja. Okay, nächster Halt ist die Waschanlage. Ja, wie komme ich denn da rein? Ich muss doch irgendwie da reinkommen. Was soll das jetzt eigentlich? Da muss doch irgendwie was gemacht werden. Und ich weiß zum Verrecken nicht was. Oder ich muss doch die Hose mitnehmen. Ich muss bestimmt wohl die Hose mitnehmen und die Seife. Ups, weil allein die Seife hat nicht gereicht. Allein die Hose hat nicht gereicht. Und wahrscheinlich reicht die Seife alleine auch nicht. Aber das ist wieder typisch mein Glück. Das wird wahrscheinlich auch im Verlauf meiner weiteren Let's Plays als Tradition aufrechterhalten bleiben. Upsala. Genauso was. Genauso was gehört auch dazu. Und ich werde den Teufel tun, um sowas rauszuschneiden. Ich habe nämlich einen Vorschlag bekommen, dass ich schneiden soll, damit sich das nicht so in die Länge zieht. Aber Leute, ganz ehrlich, warum sollte ich Teile des Spiels rausschneiden? Nur weil es dann längeres Videomaterial gibt. Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht nachvollziehen, dass man so überhaupt verlangt. Ich meine, das ist ja das Let's Play, ist ja hier nicht so wie hier wie bei Boris Becker 10 Sekunden oder was war das, 5 Sekunden Besenkammer oder sowas. Da kann ich auch Kurzdinger machen, aber ich finde das langweilig. Das ist viel zu schnell. Speedruns habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich diese Speedruns auch komplett sein. Also das geht mir nicht darum, ein Spiel schnell durchzuspielen. Geht mir einfach nur darum, dass ich das Spiel selber generell durchspiele. Bis zum Ende. Und jetzt nicht in einer halben Stunde oder sowas. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommen wir hoffentlich rein. Ah. Wieder eine Konzertkarte bekommen. Das ist doch wunderschön.
So, dann ist das, glaube ich, auch die letzte, die ich in diesem Level bekommen kann. So, und das heißt zurück zur Lück. Sogar zurück ins heimische Wohnzimmer der beiden im Geiste schlichten Teenager und das Stück der Konzertkarte der Sammlung hinzufügen. Ja, und dann sind es tatsächlich nur noch zwei Teile. Und dann kann das Squaw-Konzert eigentlich kommen. Ah! Zack. So. Ach Mann. Ehrlich gesagt. Ich frage mich, woher die ganzen Spinner respawnen. Zurück. Ab ins Schlafzimmer. Und die Karte hinzufügen. So, jetzt muss man, glaube ich, Alright, oh cool. ja, zwei Stücke noch. Also das wird Cool. definitiv der letzte Part. Also hier nehme ich schon mal die Kamera mit. Das Kaugummi, weil ich ja auch noch mal angeln sollte. Und die Liste nehme ich mal mit. Das Stück Pizza zum Angeln. Now. So, da kann Bibis, ups, kann Bibis das Büchlein fallen lassen. Na, nimm das doch auf. Alles gut. So, jetzt wird ein wenig geangelt. Let's see, ja, wann haben wir denn geangelt? Daria aus einer anderen bekannten MTV-Cartoon-Serie. Gelangweilt reinschauende Brillenträgerin. Ja, was erzählt sie uns denn Schönes? Wie viele wichtige Dinge können an Kaugummi haften bleiben. So eine schöne Lebensweisheit. Ist auch ein alter Spruch von mir. Okay, jetzt wird mit Pizza geangelt. Na. Okay, jetzt habe ich wieder geangelt. Eine Katze, eine schöne Miezekatze. Nehme ich gleich mal mit, ich weiß nicht, für was die gut ist. So, und jetzt angel ich mit dem Kaugummi. Ah, Mann, verdammt. Das Problem ist, K-Fusion hat keine Turbo-Funktion am Controller. Das heißt, ich muss das alles mit Manpower erledigen. Ja. Boah, mir tut gerade ein bisschen der Finger weh. Egal. Und geangelt. Sehr schön. Ja. Noch ein Stück Konzertkarte. Das bedeutet, das letzte Stück muss noch gefunden werden. Und dann fügen wir doch gleich mal der Sammlung hinzu. Ja, wie man sieht, ein einziges Stück fehlt noch. Damit gehe ich jetzt erstmal ab ins nächste Level zum Drive-In. Weil dort erwartet uns eine kleine Quest, also eine kleine Mini-Quest. Falsches Level, Entschuldigung. Das war nicht das gesuchte Level. Das war The Street. Ich muss aber zum Drive-In. Gut. Da haben wir doch. $3, thank you, go ahead. Ab ins Klo, ab ins Klo. Ne, im Klo ist, glaube ich, nix, nö. Im Klo ist nix, außer Scheiße, alles für den Arsch, jo. Einfach mal da rein. So, einfach mal den Getränkestand in die Luft jagen. Cool. Ja, das wird für den späteren Verlauf des Levels noch wichtig sein, was den welchen Zweck der gesprengte Saftladen auf gut Deutsch haben wird, sehen wir jetzt gleich. So, erstmal nehme ich mir natürlich das hier mit. So,
Und hier muss ich erstmal ein Safe Set setzen auf jeden Fall. Zack. Und hier. Hier muss ich der fetten Tussi erstmal. Ah! Scheiße. Ja, geht. Das ist gut. Hoppala. Ja, die hat hier ein wenig. Die ist ein wenig sauer. Und muss jetzt erstmal hier in die Saftbar folgen. Rutscht natürlich aus. Und gibt uns die letzte Konzertkarte. So. Und jetzt geht's wieder zurück zum Eingang des Levels, beziehungsweise zurück ins Wohnzimmer. Schrägstrich, Schlafzimmer. So. Alright, Gwar. Ja, damit sind die beiden Konzertkarten komplett. Natürlich müssen wir beide Konzertkarten Alright, Gwar. an uns nehmen. Damals nämlich, also das hätte uns, also als Nicht-Kenner des Spiels, wär man wahrscheinlich eher ohne die Karten rausgegangen. Und sich wundert, hör mal, wo sind die Karten? So, und jetzt geht's ab ins Gore-Konzert. Enjoy the show. Alright. So, Tonight, was kann man denn hier Cool. machen? Yeah. Alright. Quar. Yeah. Quar. Ja, Cool. da haben wir das heiß ersehnte Gore-Konzert. Und damit ist Sinn und Zweck des Spiels erfüllt. Spiel durchgespielt. So, gucken wir noch vielleicht irgendwie was machen kann. Rocken die Scheiße fett, die zwei. Got to the show. How now can you get to the band? Come on, Ach, David. und da ist der Hippie-Lehrer. Okay. Spielt seine Klampfe. Und die Tierchen ohne weiteres zu. Alright. Aber der Gesichtsausdruck von dem Typen, der ist ja auch mal Welt. Der ist echt Welt. Das Eichhörnchen rammelte ihn ans Bein. Sieht jedenfalls so aus. Also das Eichhörnchen, oder was es darstellen soll, rammelt den Typen ans Bein. Auch nicht schlecht. Also das war jetzt ein geiler Remix. Ja. Come on, David. Okay. Das sind sogar schon die Credits, aber ich werde trotzdem noch mal gucken, ob noch irgendwie weiterer Content besteht zum Spiel. Cool. Wird sich jetzt wahrscheinlich zeigen, nachdem die Credits durchgelaufen sind. Ja. Also Schlusswort wird sich noch etwas ziehen. Also noch nicht sofort. Oh, Bob Marley. Bob Marley ist sehr erwähnenswert, meiner Meinung nach. Sehr guter Musiker gewesen. Sehr schön Okay. entspannende Musik gemacht, der Gute. Okay. Das Spiel startet von neu. Ich glaube, das war's tatsächlich. Es wird wahrscheinlich noch das eine oder andere Secret Ending geben. Diese spiele ich allerdings jetzt nicht mehr durch, weil ich bin jetzt nicht so einer, der alle möglichen Enden freischalten muss. Pull my finger. No way. Aber wir gucken uns Come mal on, das baby. eigentliche Pull Intro zum Spiel it. an. Ja, also der No, cool. Furzmaster, das bin definitiv ich. Und mein bester Kumpel, mein bester Freund, ist der Rülpsmeister. Und derjenige wird sich bestimmt angesprochen fühlen. So. Jetzt will ich einfach mal zurück ins gewohnte Wohnzimmer gehen. So. Wahrscheinlich müssten wir wieder die Konzertkarten Alright, von neu Gwar. sammeln. Gut, also darauf verzichte ich jetzt einfach mal. Erstmal ein Rülpser. Gut, also das war das Let's Play von Beavis und Butthead. Ja, waren vier Teile insgesamt. Vier knackige Teile. Vier, jetzt nicht unbedingt kurz, aber knackige Teile. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das ganze Let's Play mal gibt, zu Gemüte führt.
mir ein Abo dalasst, vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar. Ja, und vor allen Dingen mich weiterempfehlen werdet. Und mir vielleicht sogar nicht nur einen, sondern natürlich auch weitere Vorschläge zukommen lassen würdet, was ihr denn eventuell als nächstes sehen wollt. Also ich selber hätte jetzt ein ganz breites Spektrum von Super NES, Sega-Spielen, hier zum Beispiel Sega Mega Drive, Master System, ja, Saturn nicht unbedingt, Sega CD glaube ich auch nicht. PlayStation ist auch möglich, NES ist sowieso möglich. Ja, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance und hast du nicht gesehen. Ja, gut, was bleibt noch zu sagen? Das war, wie gesagt, Beavis und Butthead. Bleibt artig, lasst die Hände über der Bettdecke. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Lars Exe 1988. Tschüssikowski.